This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66 oder auch Stunde der Wahrheit. Heute am 22. April, Sonntagmittag, zwischen Regen und Sonnenschein, mache ich nochmal eben eine Stunde Lesung von dem Buch, oder besser gesagt dem PDF von dem Rudolf Ebertshäuser, das ich nenne, Die Bibel korrekt oder korrupt? Und habe ja schon ein paar Lesungen gemacht und das ist immer wieder erstaunlich für mich selber, wie ich manchmal wirklich nur 2-3 Seiten in einer Lesung schaffe. Das Papier hat 43 Seiten, wir sind auf Seite 11, da fahren wir auch gleich fort, ohne große Verzögerung, ohne große Einleitung. Es gibt gar keine große Einleitung, nur eine Sache wollte ich nochmal eben in eigener Sache erwähnen. Ich habe ja hier auf meinem zweiten Kanal eine neue Videoserie gestartet. Da seht ihr hier das Video Ignaz von Loyola als Ordensgeneral, der Lesung des Buches von Theodor Griesinger. Hier ist die Spielliste davon, 7 Videos im Augenblick. Und ich wollte nur mal eben fragen, dass ihr euch auch mal darauf abonniert und diese wunderbare Geschichtsstunde, die ich da von dem Griesinger bekommen habe, über die Jesuiten und ihre Wirkung, und zwar die offene und die verborgene, von der Gründung des Ordens bis Mitte des 19. Jahrhunderts, was ich hier auf dem zweiten Kanal veröffentliche, dass ihr euch das auch mal anschaut. Das hat viel zu wenig Zuschauer und das sollten viele Leute lernen, die eben von den Jesuiten noch nicht so die große Kenntnis haben. Das ist ein sehr, sehr tiefgehendes, interessantes Buch, geschrieben in alter Frakturschrift, aber nichtsdestotrotz sehr interessant, um sich anzuschauen und um zu studieren. Gut, dann gehen wir jetzt ohne große Verzögerung in unsere Lesung. Wir sind immer noch in Teil 5, das Aufkommen der Textkritik im 18. und 19. Jahrhundert, in diesem PDF, in der Serie Die Bibel korrekt oder korrupt. Und wir hatten letztes Mal gelesen, bis hierhin, wo ich es gelb angestrichen hatte, ja, sie erklärten. Also gehen wir noch mal kurz eben zwei
Paragraphen zurück hier. Das 19. Jahrhundert war eine spannungsreiche Zeit des geistlichen Umschwungs und in vieler Hinsicht eine Zeit des beginnenden geistlichen Niederganges. Ja, geistlicher Niedergang im Sinne von, wenn man das an der Bibel misst, weil wir haben ja gelernt, dass vor allen Dingen der Humanismus da seinen Kopf ganz deutlich rausgesteckt hat, unter anderem mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ne, die war 1789 und die Auswirkungen davon hat man ja im ganzen 19. Jahrhundert gespürt und spürt man eben auch heute noch. Und deswegen schreibt der Autor hier eine Zeit des beginnenden geistlichen Niedergangs, immer gemessen an der Bibel. Im 19. Jahrhundert gingen die großen Erweckungsbewegungen zu Ende, auch wenn es weiterhin erweckliche Aufbrüche und segensreiche Entwicklungen gab. Es war die Zeit, in der überall in der Christenheit diejenigen an Einfluss gewannen, die die Bibel als Gottes Wort und den Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes verleugneten. Die gewannen an Einfluss. Der Abfall vom biblischen Glauben griff immer mehr um sich. Die Anfänge vieler verführerischer Irrströmungen, wie eben auch die Sieben-Tags-Adventisten, die hier aufgezählt sind, Irvingianer, neuapostolische Adventisten, auch Sieben-Tags-Adventisten, Zeugen Jehovas, Mormonen, christliche Wissenschaft, Pfingstbewegung und so weiter, regten sich. In vielen Bereichen wurden im 19. Jahrhundert die Grundlagen für einen offenen Glaubensabfall und Niedergang im folgenden Jahrhundert gelegt. Ich bin da bereits mit Kommentaren in der letzten Lesung drauf eingegangen, das tue ich nicht mehr, ich lese das nur noch mal eben zur Wiederholung, dass wir wieder in das Studium hier reinkommen. In dieser Zeit kam nicht überraschend der Durchbruch für die Textkritik. Unter ihren führenden Vertretern waren Lachmann, welcher ein ungläubiger Philologe war, J. Schulz, ein katholischer Theologe, Konstantin von Tischendorf, von dem manche annehmen, dass er gläubig war. Ich will das gar nicht abstreiten, die Frage ist nur, was hat er geglaubt? Und er hat sicherlich nicht in den Gott von Abraham, Isaak und Israel geglaubt, weil sonst hätte er ja dem sein Wort nicht verfälscht oder die Verfälschungen überhaupt ans Tageslicht gebracht. Ne? S.P. Trigel, von dem dasselbe angenommen wird, und dann natürlich die beiden absoluten Satanisten, B.F. Westcott und J.F. Hort, Westcott und Hort, ungläubige, bibelkriegerische Anglikaner mit pro-katholischen Neigungen, denen wir die ganzen verfälschten Bibeln heutzutage zum großen Teil verdanken, und C.R. Gregory, der eine ähnliche Verbindung zum unitarischen Leugnern mit der Gottheit Christi hatte, sowie Eberhard Nestle, auf dem ja der Nestle-Aland-Text auch gegründet ist oder nachdem das benannt ist. Sie erklärten die alexandrinischen Handschriften, besonders den Codex Vaticanus und den Codex Sinaiticus, zu den besten Zeugen des ursprünglichen Textes und taten die gesamte byzantinische Mehrheitstextüberlieferung als unbrauchbar ab. Besonders der Textus Receptus wurde als unwissenschaftlich und unzuverlässig verleumdet. Ihre Texte sind in vielem eine Rückkehr zu den Textverderbnissen der katholischen Vulgata, von denen die Reformatoren sich abgewandt hatten. Sie wurden dann auch von der römisch-katholischen Kirche als Bestätigung ihres Standpunktes gewertet. Der Textus Receptus wurde zunächst in der akademischen Theologie verdrängt, dann auch in den Bibelübersetzungen. Die englische Revised Version, also ERV, English Revised Version von 1881, war die erste große Bibelübersetzung, die auf textkritischen Grundsätzen beruhte. Das Ziel der Revisoren, die beliebte King James Bibel zu ersetzen, wurde jedoch nie erreicht. Die King James Bibel bleibt bis heute im englischen Sprachraum die am weitesten verbreitete und geschätzteste Bibelübersetzung. Aber in der Folge wurden immer mehr reformatorische Bibelübersetzungen durch textkritische Revisionen verändert und auf den alexandrinischen Text umgestellt. Dem entsprachen im Alten Testament zum Teil schwerwiegende Abweichungen vom masoretischen Text. In Deutschland geschah dies erst 1956 in größerem Umfang. Die Lutherbibel von 1912 beruht noch fast vollständig auf dem Textus Receptus. So, und deswegen habe ich das angestrichen farblich, weil da muss ich mal eben eine Bemerkung zu geben.
Ja, die Lutherbibel von 1912 beruht noch fast vollständig auf dem Textus Receptus, aber eben nicht vollständig. Das heißt, auch die Luther 1912 ist mit Fehlern versehen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich habe damals, so 2016, eine Zeit lang eine ganz tolle christliche Freundin gehabt in Deutschland. Und als ich die ein paar Mal besucht hatte, hatten wir jedes Mal ganz tolle Bibelstudien auch gemacht. Und ich hatte in der König James gelesen und sie in der Luther 1912. Wir haben hauptsächlich das Alte Testament studiert und trotzdem festgestellt, dass wir sehr viele, na, das Neue Testament aber auch studiert, aber ich glaube, Nachdruck lag auf dem Alten Testament, weil wir wollten die Bibel von Anfang an lesen. Und wir haben dann doch festgestellt, dass es einige unvollständige, also unkorrekte, besser gesagt, unkorrekte Übersetzungen gab in der Luther 1912 Bibel, im Alten Testament und natürlich auch später im Neuen Testament. Und für mich, das ist meine persönliche Meinung, ja, die müsst ihr nicht annehmen, weil meine Meinung ist meine Meinung und ich dränge die niemandem auf, aber ich bin ein Christ, der macht absolut keine Kompromisse. Und für mich ist die Bibel entweder 100% das Wort Gottes oder sie ist es nicht 100% das Wort Gottes. Und ich, da ich keine Kompromisse mache, lese keine Bibel, studiere keine Bibel und empfehle keine Bibel, die nicht 100% das Wort Gottes ist. So einfach ist das. Das kann ich mit einem guten Gewissen gar nicht vereinbaren. Ja? Ich kann den Leuten ja nur sagen, von, dass sie zu Christus finden können, wenn sie auch Christus Wort kennen. Wenn aber Christus Wort verfälscht ist, dann kann ich es ihnen nicht empfehlen. Von daher, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt, welche anderen Bibeln empfehlst du, Jörg? Ne? So wie wir das hier im Augenblick in diesem Papier lesen, gibt es im Deutschen nur die Schlachter 2000 und mit einigen Abstrichen, aber wirklich mit einigen Abstrichen, da muss man immer dran denken, auch die Luther 1545. Und ansonsten im deutschsprachigen Sprachraum ist mir keine andere wirklich korrekte auf dem Textus Receptus und masoretischen Text basierende Bibel bekannt. Punkt. Und die 1912 von Luther ist eben auch, wie der Autor hier schreibt, fast vollständig auf dem Textus Receptus. Fast vollständig ist aber nicht vollständig. 99,9% ist keine 100%. Und wie heißt das so schön in der Bibel? A little leaven spoils the whole lump. Ja? Ein bisschen Hefe oder ein bisschen Unglaube oder ein bisschen Unreinheit macht den ganzen, ja, in dem Fall ist den ganzen Leib kaputt, also den Leib in dem Sinne Laib, ja, Leibbrot. Ja? Also sobald man ein wenig Schimmel auf dem Brot hat, dann kannst du das ganze Brot nicht mehr essen. Genau so ist das. Und so ist das eben mit der Luther 1912. Nun, die Revision der Züricher Bibel erfolgte 1931. 1986 wurde die Elberfelder Bibel revidiert und fast komplett auf den Nestle-Aland-Text umgestellt. Das hatte ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Die Elberfelder Bibel, die sicher die revidierte, die fast komplett auf den Nestle-Aland-Text umgestellt ist, ist im Grunde eine Übersetzung der englischen NIV, der New International Version. Das ist die heute am meistgebrauchtesten Bibel. Nicht, ich sage nicht die meistgelesenste, sicher nicht die meistgeglaubte, aber die am meisten gebrauchte von den ökumenischen Denominationen, sage ich jetzt mal, ja, von den ganzen Glaubensrichtungen, die wir so haben. Selbst die katholische Kirche gebraucht wohl die NIV, jedenfalls bringt sie ja raus. Also das ist jedenfalls die meistgebrauchte und die Elberfelder ist davon im Grunde die deutsche Übersetzung. Die im Lauf des 20. Jahrhunderts immer zahlreicheren erscheinenden Neuübersetzungen hatten dann von vornherein fast ausschließlich den kritischen Text. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt von, ja, warum bringe ich denn so viele verschiedene Bibeln oder so viele korrupte Bibeln raus? Um die Verwirrung zu stiften, um den Menschen die Möglichkeit zu nehmen, das einzige wahre, bewahrte, unverfälschte Wort Gottes zu finden. Je mehr Bibeln ich rausbringe, desto schwieriger wird es mehr oder weniger, um zu sagen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Die Nadel ist dann die einzig wahre Bibel. Und der Heuhaufen, das ist eben dann der ganze Haufen von korrupten Bibeln, aus denen man dann die ein oder zwei Bibeln rausziehen muss, die sich noch hundertprozentig auf dem masoretischen und Textus Receptus berufen.
Nachdem es im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrere textkritische Ausgaben des Neuen Testaments gegeben hatte, die sich untereinander an zahllosen Stellen widersprachen, kam es Mitte des 20. Jahrhunderts auf Betreiben der theologisch-liberalen United Bible Society, also der Vereinigten Bibelgesellschaften, zu einer weltweit einheitlichen Textausgabe, die seither die Grundlage fast aller neuen Bibelübersetzungen bzw. Bibelrevisionen ist. Der sogenannte Nestle-Aland-Text, NA abgekürzt, im Englischen The Greek New Testament UBS-Text. Dieser Text wird seit 1966 von einem Gremium von Ungläubigen, liberal-theologischen Textkritikern per Mehrheitsabstimmung festgelegt. Darunter befindet sich ein Kardinal der katholischen Kirche. Durch sein Abkommen des Vatikan mit den Weltbibelgesellschaften wurden 1968 Leitlinien festgelegt, die vorsehen, dass in sämtlichen Bibelübersetzungen in der akademischen Lehre und in den Kirchen ausschließlich dieser NA-Text verwendet werden soll. Damit ist dieser Text, der immer noch die gnostisch-alexandrinischen Handschriften zur Hauptgrundlage hat, der ökumenische Welteinheitstext geworden. So, und jetzt ist es ja mal interessant, dass wir uns eben mal Gedanken darüber machen, warum ist das seit 1968 so? Was ist denn 1968 überhaupt passiert? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir damals die Revolution in unserer Gesellschaft hatten gegen das sogenannte Establishment und dass freie Liebe eingeführt wurde und freizügiger Sex überall und dass die Scheidungsraten in 68 und in den Jahren davor und vor allen Dingen Jahren danach explodiert sind weltweit, dass die Moral total verkommen war, was eben auch mit der Musik zu tun hat, damals Woodstock und solche Sachen, die alle kamen. Das ist noch gar nicht mal der große Punkt. Der große Punkt ist, das Zweite Vatikanische Konzil, das stattfand zwischen 1963 oder Ende 62 und 1965. Und dieses Vatikanische Zweite Konzil, das Ökumenische Konzil der römisch-katholischen Kirche, hatte ja zur Zielsetzung dafür zu sorgen, dass all die abgefallenen protestantischen Töchter wieder zurückkommen zur Mutterkirche. Mutterkirche, natürlich, die römisch-katholische Kirche in Rom. Die römisch-katholische Kirche in Rom beschaut sich als die Mutterkirche und alle anderen Kirchen, die davon weggegangen sind, das sind alles nur Sekten, ja, also eine Sektiererei, ein Teil rausgenommen aus dem Großen, also von der römisch-katholischen Kirche. So beschaut die römisch-katholische Kirche die Orthodoxen, die griechisch und die russischen Orthodoxen, so beschaut sie die Protestanten, aber sie akzeptiert sie niemals als gleichgestellte Kirchen, sondern immer nur als ihre Töchter, als abtrünnige Töchter. Und mit dem ökumenischen Konzil von 62 bis 65 sollte dafür gesorgt werden, dass diese alle wieder unter die Kirche von Rom zurückfinden. Nun, wie kann man das am leichtesten machen? Wenn man dafür sorgt, dass die Bibeln, die in den protestantischen Kirchen gelesen werden, denselben Text als Grundlage haben wie die Bibeln in der römisch-katholischen Kirche. Oh oh, seht ihr es ankommen? Genau. Deswegen wurden ab 1968 dieser Nestle-Aland-Text als Basis genommen für im Grunde alle neu gedruckten Bibeln, neu herausgebrachten Bibeln, also nicht neuer Druck, wenn ich jetzt eine alte Bibel neu drucke, sondern wenn eine neue Edition, eine neue Version rausgebracht wurde. Dann musste immer der Text als Basis dienen. Und so gab es weniger Unterschiede zwischen den einzelnen Bibelversionen. Also die haben sich dann selber nicht mehr so viel widersprochen. Dadurch haben die Leute dann mehr angenommen, dass, ah ja, dann ist das ja das Wort Gottes, weil wenn die Bibeln sich nicht widersprechen, wenn die RSV dasselbe sagt wie die ESV und die ESV dasselbe sagt wie die NIV, oder wenn die Elberfelder dasselbe sagt wie die Schlachter 51, ja, kann man jetzt nicht machen. Also diese neuen Bibeln, da muss man sich mal raussuchen, welche das sind. Zum Beispiel die Gute Hoffnung Bibel und was auch immer alles. Wenn die alle dasselbe sagen im deutschen Sprachraum, ja, dann sind das eben die wahren Worte Gottes. Das denken die Leute. Also haben sie sich darauf geeinigt und das ist ja eins der Resultate des Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren, des ökumenischen Konzils, um eben im Rahmen der Ökumene dafür zu sorgen, dass alle, zwischen Anführungsstrichen Christen, eine einzige Bibel noch haben sollten.
Dass diese Bibel dann aber verfälscht ist, das haben sie euch natürlich nicht dabei erzählt. Und dafür machen wir ja die Studie dieses Papiers. Also, im englischen Sprachraum stieß die Umstellung auf den alexandrinischen Text bei vielen Gläubigen auf Widerstand. Und eine relativ große Zahl ernsthafter Gläubiger hält bis heute bewusst an der King James Bibel und dem Textus Receptus fest. Dort gab es auch namhafte Gelehrte wie Bergen und Scrivener, die die unsauberen Methoden der alexandrinischen Textkritiker aufdeckten und die byzantinische Textgrundlage verteidigten. Dagegen erfolgte die Durchsetzung der kritischen Texte im deutschen Sprachraum, ohne dass es zunächst im größeren Maß bewussten Widerstand von Gläubigen gab. Wohl erkannten viele ältere Bibelleser, dass mit den Revisionen der Lutherbibel auch altvertraute und kostbare Bibelworte verschwanden bzw. verändert wurden. Und viele ernsthafte Gläubige zogen die Luther 1912 den späteren Revisionen vor. Die geistlichen Hintergründe des Textus Receptus und der alexandrinischen Texte sind jedoch viel zu wenig bekannt. Ja, so ist das leider. Leider werden auch an Bibelschulen und an unter bibeltreuen Gläubigen die Lehren der ungläubigen Textkritik vielfach als neutral und wahr angenommen, ohne dass deren fragwürdiger geistlicher Hintergrund durchschaut worden wäre. Aber heute, in der ausreifenden Endzeit, na, wir sprechen hier vom 21. Jahrhundert, wachen manche Gläubige auf und erkennen, dass unter dem harmlosen Etikett des wissenschaftlichen Fortschritts zwischen Anführungsstrichen, Verfälschungen und Entstellungen in den Text der modernen Bibel eingeführt wurden. Das Bewusstsein wächst auch bei uns, dass die modernen Bibeln nicht besser und zuverlässiger sind, sondern in vieler Hinsicht einen Rückschritt hinter die reformatorischen Übersetzungen darstellen. Eine heimliche Umstellung der evangelischen Bibel auf den Text der Irrlehrer des 2. Jahrhunderts und der katholischen Kirche des Mittelalters. Das hat der Autor hier so gut gesagt, da muss ich nicht mal einen Kommentar zu geben. Gehen wir weiter und lesen im Unterteil B. Textus Receptus oder alexandrinischer Text. Ja, jetzt werde ich gleich das PDF größer machen, dass wir das noch leichter lesen können auf dem Schirm, weil hier folgt eine Tabelle und diese vergleichende Tabelle kann man am besten sehen, wenn ich das ganzseitig, also Vollschirm PDF lese hier. Also, was steht geschrieben? Ja, also Textus Receptus oder alexandrinischer Text? Eine geistliche Beurteilung. Was steht geschrieben? Textus Receptus und alexandrinischer Text im Vergleich. Und so könnt ihr das jetzt hier in dem Video sehen. Und könnt das selber vergleichen. Sicher, wenn ihr selber zwei verschiedene Bibeln zu Hause liegen habt, vergleicht dann die Stellen, mit denen wir hier jetzt eben mal die Tabelle durchschauen. Für das geistliche Urteil über die alexandrinischen Texte und den Textus Receptus brauchen wir kein Studium der Textkritik. Wir brauchen auch keinen Doktor der Theologie und keine Griechischkenntnisse. Was wir dagegen brauchen, ist ein wacher geistlicher Sinn, ein nüchternes Prüfen der Tatbestände. Welcher Text trägt das Kennzeichen göttlicher Inspiration? Welcher Text verherrlicht Christus? Welcher Text ist widerspruchsfrei und harmoniert mit dem Gesamtzeugnis der Schrift? Das sind die geistlichen Maßstäbe, die wir aufgrund der Aussagen der Bibel selbst anlegen müssen, um zu einem Urteil zu kommen. In diesem Licht wollen wir zunächst einige charakteristische Veränderungen betrachten, die den modernen alexandrinischen Text vom reformatorischen Textus Receptus unterscheiden. Also, wir beschäftigen uns zuerst mit Aussagen über Christus, über seine Gottessohnschaft und über seine Herrlichkeit. Ich wiederhole es nicht jedes Mal beim Lesen, aber auf der linken Tabelle steht der Textus Receptus, und zwar hier in Deutsch auf Basis der Schlachter 2000 Bibel. Und auf der rechten Seite finden wir Nestle Aland nach der revidierten Elberfelder Version. Die erste Bibelstelle, mit der wir uns beschäftigen, die lautet, und es wird nicht immer der komplette Vers angegeben, sondern das, was wichtig ist, aber hier in diesem Fall ist das der komplette Vers. Markus, erstes Kapitel, erster Vers.
Da steht: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das steht im Textus Receptus. N.A. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Streichen, streichen, streichen. Das heißt, die Worte dem Sohn Gottes fehlen dort. Ist das wichtig oder ist das unwichtig? Ist es wichtig für jemanden, der erst zum Christentum findet, der erst zu Gott findet, weil Gott ihn gerade erst gezogen hat? Ist es für solche Leute wichtig, um die ganze Wahrheit über den Herrn zu erfahren oder nur die halbe Wahrheit über den Herrn zu erfahren? Anfang des Evangeliums von Jesu Christi? Ja. Oder Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Das gibt dem doch gleich eine ganz andere, viel kräftigere Bedeutung. Nächster Teil. Johannes, Kapitel 6, Vers 69. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Nestle Aland liest: Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. In Johannes Kapitel 9, Vers 5 bis 38 lesen wir: Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Nestle Aland: Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und so weiter. Die Veränderung ist hier: Glaubst du an den Sohn Gottes? Oder die verfälschte Version: Glaubst du an den Sohn des Menschen? In Johannes Kapitel 3, Vers 13 lesen wir: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und im Nestle Aland lesen wir: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Streichen, 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 streichen. Johannes, 1. Kapitel, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Nestle Aland: Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Gott, der in Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der eingeborene Gott oder der eingeborene Sohn, ist schon ein ganz großer Unterschied, ne? Johannes Kapitel 14, Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und im Nestle Aland heißt es im zweiten Satz: Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Der Unterschied ist, dass hier der Vater nicht mein Vater ist. Und so steht es auch im Johannes 6,65, 8,28, 8,38, 10,29, 10,32, 14,12, 15,10, 16,9 und 20,17. Jedes Mal kann man hier in der Elberfelder, in der revidierten Elberfelder Bibel nachlesen, dass es der Vater ist und nicht mein Vater, wie Jesus Christus ursprünglich spricht. Matthäus, 1. Kapitel, 18. Vers. Die Geburt Jesu Christi geschah aber auf diese Weise. Nestle Aland: Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Lukas 9,35. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
Nestle Aland sagt, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Nun, wo ist jetzt hier das Problem mit dem Wort auserwählten Sohn? Schaut, folgens der Bibel ist Jesus Christus der einzige eingeborene Sohn Gottes. Wir sind aber auch alle Kinder Gottes und damit seine Söhne. Nur brauchen wir Jesus Christus und sein vergossenes Blut, dass wir vor dem Vater überhaupt bestehen können, weil wir sind gefallene Menschen. Damit sind wir alles adoptierte Söhne. Ja? Wenn jetzt aber hier gesprochen wird, also wir sind alles Söhne von Jesus Christus, Jesus Christus ist unser Mittler zwischen dem Vater und uns, und wenn Jesus für uns vermittelt, dann sind wir auch anerkannt seine Söhne, aber wir sind die Söhne durch Adoption und Jesus Christus ist der eingeborene Sohn. Nun, jetzt machen wir aber mal zwischen eingeboren und adoptiert keinen Unterschied, sondern wir sagen, wir sind alles Söhne von Gott. Dann ist aber immer noch ein Unterschied, weil wir sind dadurch, dass wir adoptiert wurden von unserem Vater, nicht auf derselben Stufe wie der einzige eingeborene Sohn Jesus Christus. Wenn hier also steht, dieser ist mein auserwählter Sohn, dann will das ja im Grunde sagen, dass hier Gott, der Vater, aus allen seinen Söhnen einen auserwählt hat. Während es im wirklichen Text heißt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Er ist der einzige eingeborene Sohn, er ist sein geliebter Sohn. Das will darum nicht sagen, dass die anderen nicht geliebt sind. Man muss halt nur die richtige Bedeutung hiervon verstehen. Wenn ich sage, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, oder ich sage, dies ist mein auserwählter Sohn, ihn hört, da ist da doch wohl ein deutlicher Unterschied drin. Und den habe ich gerade versucht, euch deutlich zu machen. In Lukas Kapitel 9, Vers 35 heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr, den habe ich gerade gehabt, Johannes 1, 27, dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu binden. Geht das, glaube ich, weiter. Ja? Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Das sagt Johannes der Täufer. In der Nestle-Aland-Bibel, in der falschen Elberfelder, sagt er, der nach mir kommt, streichen, 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 vor dem ich nicht würdig bin. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. In der korrupten Bibel heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart geworden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und so weiter. Ein großer Unterschied. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch oder der geoffenbart worden ist im Fleisch. Das ist doch ein ziemlich großer Unterschied, findet ihr nicht? Und jeder, der nochmal sagt, Jesus Christus ist nicht Gott oder war nicht Gott, als er auf der Erde wandelte, der sollte mir dann mal bitte erklären, wie der 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 zu verstehen ist, wo ganz deutlich drin steht, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Hier geht es um Jesus Christus. Er ist Gott. Erste Korinther, Kapitel 15, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und Nestle Aland liest, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch, streichen, 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 vom Himmel. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 37. Und das ist deswegen wichtig, dass wir Verse 36 und 38 dabei lesen. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, Apostelgeschichte 8, Vers 36, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.
und er hieß den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er, Philippus, taufte ihn, den Kämmerer. In der Nestle-Aland-Bibel lesen wir, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Streichen, 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 streichen. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Nun, die große Traurigkeit ist hier, dass der ganze Vers 37, wie ihr seht, ja hier gestrichen ist. Warum ist dieser Vers so wichtig? Nun, die Taufe ist in der römisch-katholischen Kirche oder hat in der römisch-katholischen Kirche eine ganz andere Bedeutung, als die Taufe biblisch eine Bedeutung hat. In der römisch-katholischen Kirche muss man getauft werden, um in den Himmel zu kommen, um errettet zu werden. Deswegen führen sie ja auch Kindertaufen durch, um eben dafür zu sorgen, dass eben auch Kinder, die noch kein Glaubensbekenntnis ablegen können, auch wenn sie sterben sollten, in den Himmel kommen. Das ist aber alte, falsche, babylonische Lehre. Machen wir eben das Bild hier. So, ich bin da ja auch, glaube ich, in der Luther 2017 Spielliste in den ersten Videos drauf eingegangen. Das könnt ihr euch ja sonst auch mal anschauen. Ich finde diese Stelle auch eine sehr, sehr schöne mit dem Eunuchen, wie das im Englischen heißt, also dem Kämmerer. Und durch das Auslassen dieses Verses ist in diesen neueren Bibeln eben das Glaubensbekenntnis daraus genommen. In der Bibel ist die Taufe eine Bestätigung des Annehmens des Glaubens an den Herrn Jesu Christi. Die Taufe ist nur, sage ich jetzt mal, ein äußeres, ein Ritual, kann man schon fast sagen, das gemacht wird, um nach außen hin zu bezeugen, dass man von innen her bekehrt ist, dass der Vater einem das Herz beschnitten hat. Das kann man ja nicht zeigen. Dafür macht man das im Äußeren, man geht in die Taufe, man lässt sich taufen, und zwar durch im Wasser unterzutauchen. Ganz wichtiger Unterschied auch mit der römisch-katholischen Kirche. Könnt ihr mal eben sehen, ob ich das hier habe unter Taufe oder wo ich da ein Bild finde. Ich hatte die ja damals, hier haben wir zum Beispiel die, hier haben wir zum Beispiel die Taufe im römischen Katholizismus. Hier wird das mit einem Baby gemacht und da wird einfach nur Wasser über den Kopf geträufelt und damit ist das Kind dann getauft. Damit ist es dann für die römisch-katholische Kirche in der römisch-katholischen Kirche aufgenommen und hat die Heilserlösung in der römisch-katholischen Kirche, die nur keine Heilserlösung bietet, weil es ist die Kirche des Satan. So, das ist die Kindertaufe, die auch oft von vielen Protestanten noch durchgeführt wird. Also nicht nur nicht das Ganze eintauchen, sondern vor allen Dingen das mit einem Baby zu machen, das selber noch keinen Glauben bekennen kann. Dafür stehen dann die Paten, ja, Patenonkel, Patentante, die stellen dann sicher, dass sie sagen von ja, wir übernehmen dafür, dass das Kind glaubt und da stehen wir für. Und dann haben wir eine christliche Taufe, wie wir das zum Beispiel dann sehen hier auf diesem Bild, wie man ins Wasser geht und dann in dem Wasser im nächsten Bild hier vollständig untergetaucht wird und damit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird auf das neue Leben, das man jetzt angenommen hat im Glauben von Jesu Christi. Das ist eine Bestätigung des Glaubens. In der römisch-katholischen Kirche ist die Taufe keine Bestätigung des Glaubens, sondern eine Voraussetzung, um innerhalb der römisch-katholischen Kirche überhaupt gerettet werden zu können. Deswegen nennen sie das ja auch eins ihrer sieben Sakramente. Da bin ich in der Lesung von Luther 2017. Da habe ich jetzt das Bild gerade nicht hier, mein Kanal nicht da. Habe ich hier auch nicht. In der Lesung von Luther 2017 bin ich da drauf eingegangen. Das könnt ihr euch ja gerne auch nochmal anschauen. Ja? Also, der Punkt, um hier nochmal auf das Schreiben hier zurückzukommen. Vers 37, da sprach Philippus,
Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt, dass du getauft wirst. Und dann bestätigt der Kämmerer: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Durch diese Bestätigung, das ist im Grunde der Augenblick, wo der Kämmerer gerettet wird, wo er rechtschaffen gemacht wird, wo Gott ihm seine Rechtschaffenheit eingibt in dem Augenblick, dadurch, dass er bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der Erlöser der Menschheit. Ja? Und das ist der Grund, weshalb er getauft wird. Und sie lassen hier in Vers 37, also in der Elberfelder, lassen sie den kompletten Vers 37 weg und sagen nur, guck mal, da ist Wasser, ja, dann gehen wir halt ins Wasser und taufen ihn. Dass er auch bekennen muss, dass er glaubt, ist für die Elberfelder, für die korrupte Bibel, vollkommen unwichtig. Und das ist der Casus Knactus. Hier haben wir eine Auswahl wichtiger Veränderungen, die Aussagen über den Herrn Jesus Christus und seine Göttlichkeit und Gottes Sohnschaft betreffen. Dabei geht es um das Herz, das Zentrum der Heiligen Schrift. Hier sind wir wahrhaftig auf heiligem Boden und es sollte uns erschrecken, welche Veränderungen jahrhundertelang überlieferter Gottesworte in unseren modernen Bibeln stehen. Immer wieder werden eindeutige Aussagen, die Jesus Christus als den Sohn Gottes bezeichnen, unter dem Einfluss der wenigen alexandrinischen HSS, also Manuskripte, weggestrichen. So zum Beispiel in Markus 1,1, ja, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ja, wie wir gelesen hatten gerade eben. Johannes 6,69 hatten wir auch gelesen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. In 9,35 und 38, in Johannes 1,18, Apostelgeschichte 8,37. All die Dinge, die wir hier gerade eben in dieser Tabelle besprochen haben, werden hier nochmal eben aufgeführt. Zum Teil werden sie durch andere Bezeichnungen ersetzt, die aber keinen Beweis der Gottessohnschaft beinhalten. Der Sohn des Menschen oder der Heilige Gottes. Weshalb wird die Aussage gestrichen, dass der Sohn des Menschen im Himmel ist? Weil dies zeigt, dass der Herr Jesus auch als wahrer Mensch zugleich Gott von Wesen ist. Das ist eben die Sache, die viele Leute anzweifeln, die sagen, war Jesus Christus auch Gott, als er auf der Erde gewandelt ist? Oder Jesus Christus ist doch nicht Gott? Es gibt ja nur einen Gott. Ja, da kommen wir schon beinahe auf das Komma Johanneum. Da komme ich aber, ich glaube, in Teil 4 dieser Lesung drauf zu sprechen, auf das Komma Johanneum, also 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber hier ganz deutlich, weil dies eben zeigt, dass der Herr Jesus auch als wahrer Mensch zugleich Gott von Wesen ist. Ja, er war, als er hier auf der Erde gewandelt hat, 100% Mensch und 100% Gott gleichzeitig. Wie kann das? Da kommen wir später noch zu. Und ansonsten muss man halt eben Vertrauen haben und glauben. Auch die von NA, also Nestle Aland, verstümmelte Aussage, dass der zweite Mensch der Herr aus dem Himmel ist, im 1. Korinther 15, Vers 47, ja, der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Hatten wir ja gelesen. Das steht hier, der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel ist der Herr, ist weggelassen. Hatten wir ja hier gelesen. Zeigt, dass Jesus Christus Gott und Mensch zugleich ist. Am schwerwiegendsten ist die Verfälschung des Geheimnisses der Gottesfurcht im 1. Timotheus 3,16. Und das finde ich auch. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wo fast alle Handschriften klar bezeugen, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, heißt es in wenigen ägyptischen Handschriften, er ist offenbart worden im Fleisch. Also nicht Gott, sondern er. Damit ist die stärkste direkte Lehraussage des Neuen Testaments über die Gottheit Jesu Christi
aus modernen Bibeln verschwunden. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade eben gemacht habe, dass viele Leute eben nicht begreifen, dass Jesus Christus Gott ist. Die Gottheit Jesu Christi ist in den alexandrinischen Texten weggenommen. Natürlich auch in den frühen alten Texten. Der Arianismus hat ja auch Jesus Christus nur als Mensch gesehen und nicht als Gott. Und im Islam ist es auch so. Der Islam akzeptiert Jesus Christus ja auch nicht als den Sohn Gottes, wie in der Bibel beschrieben, in hier 1. Timotheus 3,16. Nein, im Islam wird Jesus Christus nur als ein Prophet erkannt. Ja? Und da sehen wir eben, wo diese ganzen Fehler jetzt mal herkommen. Sehr schwerwiegend ist auch die Verfälschung von Matthäus 1,18, was wir ja auch gelesen hatten. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Matthäus 1, Vers 18. Ein so unglaublich wichtiger Vers, weil man hier ganz deutlich liest, dass Maria mit Josef verlobt war. Sie waren nicht verheiratet. Warum ist das jetzt so wichtig, ob Maria verlobt oder verheiratet war? Verliebt, verlobt, verheiratet, das ist doch alles dasselbe. Nein, nicht biblisch. Wenn ich mich verliebe, biblisch, ist das ja in Ordnung. Wenn ich mich verlobe, biblisch, ist das auch in Ordnung. Das heißt, ich gebe ein Versprechen zur Heirat. Die Heirat im biblischen Sinne wird aber dadurch vollzogen, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, so wie es bereits am Anfang in der Bibel im Genesis steht. Ja? Ende Kapitel 2 steht es doch, dass Adam sagt, dafür wird der Mensch Vater und Mutter verlassen. Ich schlag das mal eben gerade auf. Ich kann ja auch sonst die Online-Bibel mal eben beinehmen. Dann können wir das mal eben lesen. Erstes Buch Mose. Und dann müssen wir in das zweite Kapitel hier normalerweise gehen. Die Erschaffung der Frau und das Einsetzen der Ehe. Ja, ist eine ganz wichtige Exkursion. Und der Herr, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und so weiter und so weiter. Dann lesen wir in Vers 22, und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen, also Adam. Da sprach der Mensch, also Adam, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Dieser Satz ist die Institution der Ehe in der Bibel. Ja, wie es hier auch in der Übersetzung schreibt, die Einsetzung der Ehe. Hier wird die Ehe eingesetzt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und ich muss euch ja noch nicht erklären, wie das physikalisch möglich ist, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, eben indem sie sich vereinen, indem sie sich geschlechtlich vereinen. Diese geschlechtliche Vereinigung, auch allgemein als Geschlechtsverkehr bezeichnet, ist der Moment, wo die Ehe vollzogen wird. Und solange die Ehe nicht vollzogen ist, ist man eben nur verlobt. Und darum steht hier ganz deutlich mit drin, in Matthäus 1,18, Maria war mit Josef verlobt. Sie waren zusammen, wie man so schön sagt. Sie waren ein Paar, aber sie waren noch nicht im Fleisch eins geworden. Daher war sie eine Jungfrau, die vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Später, und das ist auch wieder, um gegen die römisch-katholische Falschlehre vorzugehen, hatte sie ganz natürlichen Verkehr mit ihrem Mann, ist sie mit Josef eins geworden und haben sie noch mehrere Kinder nach Jesus Christi gezeugt. In der Bibel haben wir es bestätigt, dass Jesus Christus mindestens 4 Brüder
und zwei Schwestern hat. Damit wäre die Totalanzahl der Kinder der Maria und Josef auf 7 angestiegen. Ja? Minimum. Und deswegen ist dies eine sehr schwerwiegende Verfälschung, wo die alexandrinischen Texte und mit ihnen Nestle Aland die lästerliche und aller biblischen Lehre widersprechende Aussage bringen, der Ursprung Jesu Christi sei seine Zeugung bzw. Geburt als Mensch gewesen. Das leugnet die Gottheit und die ewige Existenz des Sohnes. Und es ist eine so deutliche Fälschung im Sinne gnostischer und arianischer Irrlehren, dass man sich nur wundern kann, woher die Revisoren der Elberfelder Bibel den traurigen Mut nehmen, eine solche Aussage in ihre Übersetzung zu bringen. Wisst ihr, ich kann euch da jetzt nicht sagen, wer das war, wo das war, wie das war, nur ich habe es an verschiedenen Stellen schon mal früher gelesen. Es gab jemanden, der an der NIV, der New International Version Bibel, mitgearbeitet hat, um diese zu korrumpieren. Und der hat später in seinem Leben das bereut und hat gesagt, ich bereue, dass ich diese Tat gemacht habe. Ich bereue, dass ich das Wort Gottes bewusst verfälscht habe. Ob das jetzt auch von den Revisoren der Elberfelder Bibel war, weiß ich nicht. Das, was ich gelesen hatte, war von einem der Engländer, die halt die NIV gemacht hatten. Könnt ihr euch ja selbst mal raussuchen im Internet und selbst studieren. Kann ja nicht alles hier haarklein auf dem Silbertablett servieren. Ja? Aber die Frage, die der Ebertshäuser hier stellt, ist natürlich von, wie können diese Leute, die die Elberfelder Bibel revidiert haben, zwischen Anführungszeichen, wo können die den Mut hernehmen, um eine solche Aussage in ihre Übersetzung zu bringen? Wo nehmen sie den Mut her, das Wort Gottes zu verfälschen, wo Gott ganz deutlich androht, wer von meinem Wort wegnimmt oder hinzufügt und wer irgendwas daran verändert, der ist nicht geschrieben im Buch des Lebens. Damit schreibt man sich sein eigenes Todesurteil. Ja. Mal eben gucken, wann sind wir angefangen. Okay. Ähnlich verkehrt ist die Lesart, dieser ist mein auserwählter Sohn. Da bin ich ja schon drauf eingegangen, in Lukas 9,35, wo es heißt, dies ist mein geliebter Sohn. Ebertshäuser sagt hier, ich habe ja selbst schon eine Erklärung abgegeben, Ebertshäuser sagt hier, nicht nur wird damit ein künstlicher Widerspruch zu den Parallelberichten erzeugt, in denen auch Nestle Aland Geliebter hat, vor allem steckt hinter der Formulierung auserwählt eine raffinierte Leugnung des biblischen Zeugnisses von der Göttlichkeit und Einzigartigkeit Jesu Christi. Aus welchen Söhnen soll denn der Herr Jesus auserwählt worden sein? Diese Lesart passt zu den bösen Irrlehren des Arianismus oder Adoptionismus, aber nicht zum biblischen Zeugnis über den einzigen Sohn Gottes. Hier sagt der Ebertshäuser mit anderen Worten das, was ich bereits vorher kommentiert hatte. Der Einfluss klassischer Irrlehren auf den alexandrinischen Text wird auch im 1. Johannes 18 überdeutlich, wo wir lesen, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. In diesem Text wird auch hier die Irrlehre des alexandrinischen Textes überdeutlich. Wo der Textus Receptus mit dem Mehrheitstext bezeugt, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, bringen einige wenige alexandrinischen Handschriften, also N.A., ja, Nestle Aland, nennt nur die Lesart, der ein eingeborener Gott, der im Schoß des Vaters ist. Die modernen Übersetzungen beschönigen diese Aussage. Manche übersetzen der einzige Gott. Es heißt aber nicht Monos, sondern Monogenes, einzig erzeugt, eingeboren. Wenn der Sohn als einziger Gott bezeichnet würde, wie sollte das Wort Gottes dann den Vater bezeichnen, der an dieser Stelle ja vom Sohn unterschieden wird? Der Eingeborene, der Gott ist, in der Luther 84 Bibel, klingt zwar nicht anstößig, ist aber keine echte Übersetzung, sondern eine beschönigende Umdeutung des griechischen Nestle-Alarm-Texts.
Der ausgewiesene Kenner frühchristlicher Irrlehren Adolf von Harnack ordnet in seiner Dogmengeschichte diese Lesart dem Irrlehrer Arius zu. Nirgends findet sich in der Bibel eine Vorstellung von einem eingeborenen Gott, dafür aber in den perversen Systemen der Gnostiker und ihrem Nachfolger, zu denen die Arianer gehören. Sie kannten niedrigere, geschaffene Götter zweiten Grades und stuften den Herrn Jesus Christus so ein. Die Lesart des Textus Receptus oder Mehrheitstexts der eingeborene Sohn fügt sich dagegen klar in den Textzusammenhang Schoß des Vaters, wie auch in den Zusammenhang des ganzen Johannesevangeliums und der biblischen Lehre ein. Und sie steht in vielen Hunderten von Handschriften des byzantinischen Textes, wahrscheinlich sind es für die Evangelien an die 4000, also in 99% aller Textzeugen. Auch andere Stellen zeigen eine Unterdrückung von inspirierten Zeugnissen über die Gottheit Jesu Christi. Die Tabelle ist vorbei, da können wir das wieder ein bisschen kleiner machen. Ne? Nehmen wir hier nochmal das Foto bei der Hand. Auch andere Stellen zeigen eine Unterdrückung von inspirierten Zeugnissen über die Gottheit Jesu Christi. Die Aussage in Johannes 3, Vers 13, die da lautet, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Dass der Sohn des Menschen zugleich im Himmel ist, verweist auf seine Gottheit ebenso klar wie die Aussage des Täufers, dass der Herr Jesus Christus vor ihm war, obwohl er ja nach ihm geboren wurde. Das ist genau wie die Aussage, die Jesus Christus trifft über Abraham. Vor Abraham war ich schon. Ja? Dass der zweite Mensch der Herr aus dem Himmel ist, 1. Korinther 15, 47, wie wir hier lesen, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel, ja, ist der Herr, war gestrichen in den Nestle-Lawn-Texten, verweist ebenso auf die Gottheit des Christus. Dass alle diese Aussagen in den ägyptischen Handschriften weggelassen werden, summiert sich zu einer ernsten Abschwächung und Verfälschung des biblischen Zeugnisses über den Sohn Gottes. Jetzt kommen wir hier noch zu einer weiteren Tabelle. Da wollen wir die noch mal eben mit reinnehmen. Philipper, Kapitel 14, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nestle-Lalonde sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Streichen, streichen, streichen. Wer ist es denn, der mich kräftigt? Das ist halt in der Bibel nicht deutlich beschrieben. In den Originaltexten, der mich stark macht, ist Jesus Christus. Epheser 3, Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, durch Jesus Christus. Und in der falschen Version lesen wir, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, gestrichen, gestrichen, gestrichen verborgen war. Ja? Geschaffen hat durch Jesus Christus. Jesus Christus hat alles geschaffen und ohne ihn wurde nichts geschaffen, das geschaffen war, lesen wir bereits im Johannes. Galater 4, 7, der Originaltext lautet, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Durch Christus, ganz wichtig. Nestle-Lalonde liest, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Römer 4, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Nestle-Lalonde liest, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nimmt wieder die Göttlichkeit Jesu Christi weg. Johannes Kapitel 7, Vers 8.
geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nestle Lalonde liest, geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Der Unterschied liegt in dem kleinen Wörtchen noch. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest. Hier sagt er, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest. Wieder mal eine Verfälschung. Hier sind einige Aussagen zusammengestellt, die die Herrlichkeit Jesu Christi als des Sohnes Gottes betreffen. Auch hier finden wir, dass die alexandrinischen Texte die überragende Rolle des Sohnes Gottes in Gottes Schöpfung und Heilshandeln deutlich abwerten und verfälschen. Es ist eine wichtige Offenbarung der Lehre über Christus, dass Gott alles durch ihn geschaffen hat. Auch wenn wir diese Lehre an anderen Stellen ebenfalls bezeugt finden, ist doch mit Epheser 3, Vers 9 ein wichtiges Zeugnis der modernen Bibeln verloren gegangen. Auch in Galater 4, Vers 7 ist die Streichung der Mittlerrolle des Christus bei unserem Erbe schwerwiegend, zumal die Formulierung Erbe durch Gott der Schrift fremd ist. Die Schrift bezeugt auch ganz klar, dass die Gläubigen durch Christus gerichtet werden, dass der Vater dem Sohn alles Gericht übergeben hat. Von daher ist die Umänderung von Richterstuhl des Christus in Richterstuhl Gottes eine Abwertung des Christus und ein Bruch zu allen anderen Aussagen in den Paulusbriefen über das Schiedsgericht des Christus. In Johannes Kapitel 7, Vers 8 stellen die gefälschten alexandrinischen Schriften unseren Herrn entweder als Lügner oder als nicht allwissend hin, während der Textus Receptus oder der masoretische Text die völlige Gerechtigkeit und Makellosigkeit und göttliche Allwissenheit unseres Herrn bezeugt. Ja? Geht ihr hinauf zu diesem Text? Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf oder ich gehe nicht hinauf? Ja? Das war die Stelle. Welche Texte sind inspiriert? Welche sind von Menschen gefälscht? Dem geistlichen Urteilenden wird die Entscheidung nicht besonders schwer fallen. Hier wäre auch die Streichung eines wichtigen Zeugnisses über die Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung des Herrn zu nennen, die durch die Bezeichnung von Markus 16, Vers 19 bis 20 als späteren Zusatz entsteht. Und zu den Aussagen zur Errettung durch das Sühnopfer Christi und die nächste Tabelle, darum werden wir uns in dem nächsten Video kümmern, wenn ich die Bibel korrekt oder korrupt den nächsten Teil lesen werde. Und ich hoffe, dass ihr gut verstanden habt, worum es hier geht. Ihr habt es ja gut mitlesen können, ihr habt die Tabelle miteinander vergleichen können. Nehmt eure Bibel zu Hause mal in die Hand, geht zu der Webseite von dem Bibelserver, die ich hier aufgemacht hatte, um die Schlachter 2000 online anzuschauen. Vergleicht die Aussagen in der Schlachter 2000 mit den anderen oder wenn ihr Englisch könnt, nehmt die König James und vergleicht die NIV, RSV, ESV, ERV, ESV und so weiter miteinander und ihr werdet zu demselben Schluss kommen. Diese Bibeln sind alle korrumpiert und sie sind korrumpiert vor allen Dingen in der Hinsicht, dass sie eben die Göttlichkeit Jesu Christi leugnen. Ja? Papst Johannes Paulus II. Hat mal gesagt, Jesus Christus kam nicht auf diese Welt, um die Welt zu erlösen. Er kam nicht als Christus der Erlöser, sondern er kam, um den Christ in allen von uns zu zeigen. Eine Aussage von Antichrist Papst Johannes Paulus II. So, und damit überlasse ich euch euren eigenen Nachforschungen und Gedanken. Und bis zum nächsten Mal möchte ich das bete ich dafür, dass Gott euch behütet, beschützt und segnet. Und dann werden wir bei der nächsten Lesung zurückkommen, wenn es wieder heißt, die Bibel, korrekt oder korrupt. Bis dann, Maranatha.